so herrlich, die Vögel. Ich habe echt ein Glück mit meinen großen Bäumen. Da ist echt ordentlich was los. Ja, hallo ihr Lieben. Hallo an alle, die neu bei mir sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute gibt es einen Gartenrundgang. Es gibt so viel Neues. Ich habe richtig Lust, euch das zu zeigen. Es gibt jede Menge Pflänzchen, die aus dem Boden gucken. In der Anzucht drüben gibt es auch was Interessantes. Das wird aber, da werde ich nicht lange sein. Da werde ich aber, denke ich mal, zum Ende des Videos dann irgendwann mal hinstratzen. Was ich da so pikiert habe, was gut aussieht, werde ich euch am Ende dann auch zeigen, was die nächste Zeit dann so noch auf mich wartet. Ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen bis Mitte Mai in etwa. Das ist noch ordentlich was, aber ich habe da auch richtig Lust. Gartenarbeit macht so viel Spaß im Moment. Das ist nicht nur im Moment, das ganze Jahr schon. Ich freue mich, die Beete frei zu machen, neue Bereiche zu gestalten und zuzusehen, wie die ganzen Pflänzchen erwachsen. Es gibt mir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Okay, ich will nicht lange rumverlabern, ich möchte euch den Garten zeigen. Es gibt jede Menge Neues, neue Beete angelegt, Pflanzen, es wächst und wächst. Und ja, aber fangen wir einfach mal an. Heute fangen wir beim Kiholbeet an, also direkt rechts neben euch. Ja, wie ihr sehen könnt, jede Menge Knoblauch, der kommt aus dem Boden. Ich freue mich, den habe ich ja später gesteckt als das kleine Knoblauchfeld da hinten, also erst dieses Jahr. Und wie man sehen kann, die fühlen sich hier wohl, aber wer fühlt sich auch noch wohl? Die Wühlmäuse. Haben hier einmal Party gemacht, ja. Ja, ist okay. Hier ist kein Knoblauch mehr zu sehen. Hier hinten ist gar nicht gekommen. Vielleicht sogar zwei nicht. Das sind so Stellen, da kann man dann nochmal nachstecken und irgendwann ist der Knoblauch dann auch durch. Da guckt schon ein bisschen viel Knoblauch aus dem Boden. Aber ich lasse das einfach mal so. Dann der Mangold hier mit seinen ganzen Blättchen. Da nehme ich ja gerne mal für den Salat die kleinen Blättchen. Ich finde das eine tolle Größe für einen Salat. Da müssen das nicht immer die ganz großen sein. Und hier die großen am Beetrand. Ja, die kann man dann eher irgendwie ins Essen hauen, was man sich irgendwie warm macht, spinatmäßig oder mal ein Pesto. Ah, ich liebe diese Farben. Ich glaube, der Mangold, der wird mir dieses Jahr auch wieder so viel Freude bereiten wie letztes Jahr. Allein anzusehen im Garten, richtig schön. Dazwischen sind noch drei. Zwei, die ich in ganz klein reingepflanzt habe, die nahezu tot waren. Die kommen ja auch. Und auch der direkt daneben. Und irgendwas wächst hier überall. Keine Ahnung, was es ist. Hat da eine Ahnung von? Hier nochmal von nah. Was ist denn das? Mehr würde ich noch nicht so gesehen. Hier könnt ihr wunderbar erkennen. Also Spinat ist richtig toll am Kommen. Es gibt dann nochmal vereinzelt kleinere Pflänzchen dazwischen. Aber das soll mich nicht stören. Also ich bin sehr zufrieden. Das wird von der Menge her reichen. Die Wühlmäuse haben dann auch ihren Anteil. Hier war auch ein fettes Loch. Also da geht es immer tiefer. Ja, und nach rechts weiter. Könnt ihr wunderbar erkennen. Also der Hirsch und Wegerich, der wird immer größer. Im Hochbeet habe ich ihn sogar noch größer. Also da gibt es die ersten richtig großen Blätter. Da haben wir ein bisschen am Kompost vereinzelt noch den Feldsalat. Natürlich jetzt Richtung Blüte schießt. Da werde ich bald ernten und das richtig schön, ja, mir verköstigen per Salat. Verköstigen, wie geschwollen. Ja, und dann habe ich hier noch den Neckar-Riesensalat. Einige Fröste durchgemacht. Farblich hat er noch von gelb bis grün alles drin. Vielleicht ist das normal, glaube ich aber nicht. Der wird auch noch mal demnächst Nährstoffe kriegen. Und das Beet ein bisschen frei machen von Unkraut, Beikraut. Ja, ich weiß, ich muss es mir noch angewöhnen und möchte es mir sogar noch angewöhnen. Ja, und da hinten sollte ja wachsen auch Feldsalat, aber ich bin mir unsicher, ob das wirklich Feldsalat ist. Oder was meint ihr? Das sieht doch eher aus wie Spinat. Kann doch nicht sein, dass ich das Saatgut so grob verwechselt habe. Ja, wer weiß. Vielleicht ist das eine besondere Sorte, aber wenn ich mir hier so die Blätter angucke, da mal so ein Vergleich. Sieht nicht so aus, ne? Aber wer weiß. Ich gucke da nochmal auf die Verpackung. Mit dem Kiholbeet sind wir dann soweit durch. Und dann gehen wir mal rüber zu dem nächsten Tortenbeet. Und da steht ja noch richtig eifrig, könnte man sagen. Ich bin nach wie vor richtig schön am Naschen. Der Rosenkohl. Der da. Wie ihr sehen könnt, da gibt es jede Menge neue kleine Blätter. Und ihr wisst ja, ich bin schön fleißig am Naschen. Gleich noch eins. Also wie man sehen kann, ich wurde unter meinen letzten Videos gefragt, wie weit denn so der Rosenkohl ist. Und hier könnt ihr das ganz toll sehen. Also Richtung Blüte geht's. Allerdings, die Dinger landen bei mir auch im Salat. Ja, kann man alles mitessen. Ich finde, eine richtig tolle Pflanze. Gerade so im Frühjahr gibt es einiges zu überbrücken und ich finde den Rosenkohl im Frühjahr wunderbar, bevor dann die richtige Gartensaison Richtung Sommer losgeht. Da denke ich jetzt an Mitte Mai. So sieht es hier aus, aber in diesem Beet tut sich noch viel mehr. Hier ist
ohne Ende Leben drin. Hier im Rand habe ich ja überall Erbsen ausgesät und die kommen jetzt überall. Also ich sehe hier kaum noch Lücken, da ist eine Lücke. Ja, aber ansonsten sind das hier schon 15 Pflänzchen knapp, hier auf diesem Stück. Und da drüben, da sieht das auch schon so toll aus. Also ich freue mich, Erbsen sind am Kommen. Was mich wundert, ein Stückchen weiter. Und zwar hier hatte ich auch Erbsen ausgesät, aber da ist noch nichts zu sehen. Und die waren viel früher drin als die da hinten. Aber ich sehe, hier ist wieder Party gewesen. Die Wehmäuse sind da, vielleicht haben sie mir die weggeknabbert. Im Gewächshaus fehlt mir nämlich auch ein bisschen Mais. Wer weiß, wer weiß. Aber dafür wächst hier anderes Schönes, aber dazu kommen wir dann nachher. So, wieder zurück zu den Tortenbeeten. So, ich denke, der Knoblauch spricht für sich. Wunderbare Entwicklung. Ja, und hier habe ich auch noch Knoblauch, habe ich ja dieses Jahr gesteckt und jo, toll, ne? Also, wunderbare Entwicklung. Ich glaube, das ist auch der Flavor, der bekannte. Der sieht auch generell ein bisschen anders aus als die anderen. Ja, und hinter mir, in dem Bereich habe ich ja so einiges für die Bienchen und so ausgesät. Da sieht man auf jeden Fall deutlich mehr kommen als da vorne. Also, das habe ich nahezu zeitgleich dann nochmal vom Unkraut befreit. Hier sind auch Sachen zwischen, die ich nicht kenne, deswegen geht in eine gute Richtung. Hier hatte ich Petersilie ausgesät, da ist jetzt nichts gekommen. Ja, aber das da vorne, das möchte ich euch noch zeigen, denn heute zum ersten Mal entdeckt. Ach, guckt euch das an, wie schön. Das ist mein Pflaumenbaum. Hat auch gerade, vielleicht gerade auch erstmal die 1 Meter angekratzt von der Größe her. Hat Klaus mir letztes Jahr mitgebracht, war ein Geschenk. Da guckt euch das an, wie schön. Also Pflaume kommt, da hatte ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob die Quäke vielleicht zu krass ist. Wollte den Boden ein bisschen frei machen. Da werde ich mich aber dann nochmal drum kümmern. Dennoch gibt es überall so ein bisschen Stellen, wo das jetzt rauskommt. Da könnt ihr das auch nochmal wunderbar sehen. Die Blätter kommen und die Blüten. Und ach, ich freue mich da. Ey, das ist doch so schön. Aber schaut euch das an. Was eine Freude. Ja, Überraschung, das habe ich selbst noch nicht gesehen. Jetzt gerade erst bei den Aufnahmen. Oh, hier drüben auch. Da, wie schön. Ach, ich freue mich. So, in dem Bereich sind wir jetzt soweit fertig und ich schwenke jetzt mal um für euch. Nochmal für den Überblick. Da hinten vom Kiholbeet sind wir gekommen. Einmal rüber, für die Leute, die das noch nicht kennen. Wasserstelle in der Mitte und hier links hat sich auch was getan. Ich habe gesagt, das wird ein interessanter Rundgang. Also hier dürft ihr euch freuen, da war ich wieder kreativ. Und dafür gehen wir jetzt wieder näher ran. Ja, hier vorne hat sich einiges getan. Und zwar nicht nur neue Beete angelegt, sondern ich habe auch schon Sachen ausgesät. Erstmal für den Überblick, hier Kartoffeln, dort vorne einmal Kichererbsen und Erbsen. Bei den Kichererbsen und Erbsen habe ich quasi ein Experiment gestartet. Habe gleich mal die Abstände ein bisschen variiert, näher zusammen, auseinander. Ich möchte ein bisschen gucken, übertreiben, mal gucken, was bei rumkommt. Bei den Kichererbsen ist mir das jetzt nicht so wichtig, dass ich gleich eine mega Ausbeute habe. Sondern dann möchte ich meine ersten Erfahrungen sammeln und ja, so für meine Zwecke und ja, den Umfang, den ich für zu Hause brauche, ist das erstmal so voll in Ordnung. Also da werde ich mal eine Riesenfreude dran haben, da bin ich mir sicher. Ja, und bei den Kartoffeln habe ich hier verschiedene reingetan. Aus den Beeten letztes Jahr, das war ein kompletter Kartoffelacker. Da habe ich hier richtig schön ernten können. Das hat sich richtig gelohnt. Zwischendurch dachte ich so, weil viele kleine Kartoffeln waren, dass irgendwas nicht funktioniert hatte, hat sich aber nachher dann rausgestellt, dass es Delikatesskartoffeln waren, die generell klein sind. Und die sind halt diesmal da reingekommen. In dem anderen Teil die großen Kartoffeln, die mir natürlich reichlich Ernte schenken sollen. Ja, und dann hier die Delikatessgeschichtchen als Bonus später im Jahr. Also da freue ich mich überall riesig drauf. Ist spannend. Ich habe auch wieder so ein Stück tief. Drüben sind die ersten zu sehen. Habe ich entdeckt. Klar, es ist noch sehr früh und klar, es kann auch noch wieder Frost geben. Hatte ich letztes Jahr auch, aber die Pflanzen haben sich alle erholt, alles ist gekommen und ich habe euch mit Sicherheit gerade schon oben rechts das Video verlinkt. Dort seht ihr auch, dass es wunderbar geklappt hat. Ja, was habe ich ja eigentlich alles gemacht, ne? Ich habe ja, ich war am Gestalten und dafür hole ich euch näher ran und zeige euch mal, was für Elemente hier reingekommen sind. Natürlich habt ihr schon selber erkennen können, was ich so an Rohstoffen benutzt habe, mit den Steinen, mit dem Totholz, ja. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen in die Erde gesteckt. Ist ein dekoratives Element, aber all diese Kombinationen aus verschiedenen Materialien bieten auch wieder Tieren tollen Lebensraum. Und somit bin ich auch in den Ecken am Auffüllen mit Steinchen und so, dass die Tiere auch dann Schutz suchen können, wenn sie Schutz brauchen. Schön, die Vögel. Ja, hier könnt ihr sehen, habe ich wieder Tonrohren drin. Ne? Die habe ich ja woanders schon verbaut und hatte da Kräuter drin. Mal gucken, ob ich das wieder mit Kräuter mache. Fände ich sehr cool. Kann aber auch sein, dass ich hier
irgendwas Blumenmäßiges reinhaue. Vielleicht wird da Kapuzinerkresse. Ich weiß nicht, wie viel Platz Kapuzinerkresse braucht. Also wenn das jemand von euch da draußen weiß, könnt ihr mir gerne mitteilen oder eure Ideen, was hier so rein könnte. Also Kräuter, Kapuzinerkresse, wie auch immer. Irgendwas wird hier drin landen. So, und hier seht ihr auch wunderbar, ne? Also lauter Totholzecken. Hier kommen schon Steine hin. Das befindet sich noch ein bisschen im Aufbau, aber im Großen und Ganzen ist das schon soweit fertig. Dann die dicken Bohnen, die sehen echt super aus. Das sind ja übrigens Problemfälle, was Läuse angeht. Und deswegen, hier sind so ein paar nicht gekommen. Und ich werde hier demnächst mal Unkraut jäten. Und dann kommen hier vereinzelt nochmal Kapuzinerkressen-Geschichtchen rein. Denn die Kapuzinerkresse hält dann von den dicken Bohnen die Läuse fern. Das könnt ihr übrigens auch woanders einsetzen. Und der Kapuzinerkresse macht das überhaupt nichts. Oh, was war das denn für ein schönes Tier? Ja, schade, kann ich euch nicht einfangen. Ja, und dann hatte ich hier noch einen Problemfall auf der Ecke. Dieses Exemplar, da war nämlich zu sehen, dass es hier ein paar hellere Stellen gibt. Ich denke, das könnt ihr ganz deutlich sehen jetzt in der Kamera. Und ich tippe immer noch auf Frost. Zu viel Kälte, zu wenig Schutz. Auf der Ecke hier habe ich schon ein bisschen mehr Erde wieder hingetan. Da war nämlich ursprünglich zu wenig. Allen anderen Pflänzchen geht es in dieser Hinsicht gut. Da hatte ich den Tipp gekriegt, das wird doch noch grün. Das hat tatsächlich zu bis einem bestimmten Zeitpunkt auch sich so verhalten, aber der Rest ist nicht mehr nachgekommen und ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Das macht auch nichts. Ich bin super zufrieden, die kommt trotzdem noch. Ja. So viel dann von hier. Ansonsten könnt ihr auch in dem Bereich sehen, das hatte ich alles weg. Habe einmal die Quäke ein bisschen abgestochen und hier überall das Unkraut raus, ein bisschen mit Erde wieder aufgefüllt. Und somit kann die Quäke von der Seite nicht mehr so rein. Das, was jetzt hier überall im Beet zu finden ist, ist natürlich auch noch Quäke, aber deutlich leichter rauszukriegen. Da gehe ich dann in Ruhe bei, hack da einmal durch und ja, dann kommt Kapuzinerkresse rein und dann werde ich auch hier mulchen. Also mit den dicken Bohnen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Gut, geht weiter. Gibt noch viel, viel mehr zu sehen. So, hier vorne ist ja auch wieder zum Blühen einiges gedacht. Hier vorne hat auch eine Distel reingefunden. Die werde ich euch gleich nochmal vom Namen zeigen. Ansonsten die Malven überall im Kommen. Hier die Distel. Da ist sie. Ich finde sie wunderschön. Ja, die hat einen richtig tollen Platz hier. Den werde ich aber vom Rand einmal in die Mitte verfrachten. Und ich habe gelesen, das Ding wird 2 Meter groß. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das auch einen gewissen Durchmesser haben wird. Und ja, hier kann man sich pieksen, kann man sich wehtun, wie es die Distel so an sich hat. Und das möchte ich lieber in der Mitte dann vom Beet haben. Also das wird sich noch ändern. Hier überall hat sich ein bisschen die Lupine breit gemacht. Die haben wir da nochmal. Und hier, ja, das freut mich richtig. Also ich mag die total gerne. Also da kommt nachher noch richtig was bei rum. Wenn die nachher dann so richtig in die lila Farbe reingeht, daran freue ich mich immer sehr. Und soweit ich gesehen habe, die Hummeln etc. auch. Eine so schöne Pflanze, ich liebe das. Guckt euch den Tropfen in der Mitte an. Da, wie schön. Ah, ein schönes Gewächs. Gut, weiter geht's. Ab in die Beete nach drüben. Hier die Minze invasiv. Also wirklich richtig voll. Wurde mir auch so prophezeit. Ich erfreue mich da aber riesig dran. Denn Minze ist ein toller Partner für Tomaten. Ich werde natürlich die Bereiche bei den Tomaten ein bisschen freier machen, Rest rausschneiden, aber bleibt noch genug Minze übrig. Und die Minze soll der Tomate auch ein besonderes Aroma geben, habe ich gelesen. Das möchte ich auf eine gewisse Art und Weise testen, wobei ich dann nicht weiß, bei den Sorten, die ich hier reinkomme und die ich noch nicht kenne, was für Auswirkungen das dann da hat. Aber da gibt es ja immer viele Theorien bei den Pflanzen, wie es dann nachher wirklich ist. Wird sich dann in der Zukunft zeigen. Ja, und hier überall richtig schön. Ich erfreue mich, ne? Löwenzahn, der darf bei mir wachsen. Da dürfen die Insekten ran. Sind auch fleißig. Ja, aber da drüben im Beet geht's ab. Das hier entwickelt sich prächtig. Richtig, richtig, richtig schön. Ne? Hier zwischen ist noch frei. Da seht ihr, jetzt ist was am Kommen. Also die Möhren, die sind auf jeden Fall am Kommen. Da drüben ist vereinzelt was zu sehen. Ich hatte ja schon vergessen, was ich da reingetan habe. Habe mir das irgendwo in einem Video mal abgespeichert. Werde ich mal recherchieren und euch dementsprechend dann auch mal weitergeben. Ja, ansonsten hier die Radieschen, toll. Also hier bin ich richtig zufrieden. Das entwickelt sich schön. Hier ist ein bisschen Totholz hingekommen. Ja, und hier heißt es dann auch irgendwann nochmal Beet vorbereiten. Ja, so. Und jetzt gehen wir einmal rüber zum Naturzaunhauchbeet, weil da gibt es auch einiges Neues und Schönes zu entdecken. Nebenan wird auch fleißig gearbeitet, aber das soll uns nicht stören. Hier haben wir Beinwell. Ja, en masse. Die Blätter kann man ja essen, sind aber ein bisschen rau. Mein Fall ist es nicht. Dennoch eine super, super schöne Pflanze für den Garten. Auch hier die lila
Blüten, wunderschön, wie die hier rauskommen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal von nahen. Übrigens, aus der Wurzel kann man Salben machen und so. Da bin ich schon eher interessiert. Ja, ist aber noch nicht dran. Da werde ich nochmal recherchieren. So, näher ran. Da, wie schön. Guckt euch das an. Herrlich, oder? Wunderschön. Hier gibt es auch ein bisschen was Tolles. Ich habe Unkraut befreit und so. Alles nicht so wichtig. Hier haben wir den Fenchel. Das ist so ein schönes Gewächs. Dieser Geruch. Herrlich. Oh, wie schön. Oh, krieg ich nicht genug von. Ja, hier haben wir die Erdbeeren drin. Und zwar habe ich die von dem Herbert drüben gekriegt. Der hat noch ein paar Pflänzchen über. Das ist wohl eine späte Sorte und das ist eine frühe. Da bin ich gespannt, wie die nachher schmecken werden. Ja, langsam wird es warm in der Hütte. Vor allen Dingen, hier das strahlt richtig Wärme aus. Ah, hier die Steine. Richtig toll. So, also Erdbeeren, da vorne der Schnittlauch, Knoblauch, der kriegt immer mehr Farbe, viel kräftig, grüner, also auch eine schöne Entwicklung. Ja, wie gesagt, hier ist es mehr geworden und der Rhabarber, boah, guckt euch den an. Oh, das wird richtig schön, wenn das nachher im Blühen ist, das sieht so toll aus und das nachher sich breit macht, boah, da freue ich mich besonders drauf und die Blätter werden ja auch noch größer. Hier hatten wir letztes Jahr das Heupferdchen, na, eine Biene, ja. Das war's von hier. Und direkt hinter euch ist ja noch mein Riesenbeetsystem aus Grassoden, aus Quäke gebaut oder auch aus Steinen, verschiedene Elemente. Hier ein kleines, kleine Erhöhung, kleines Hochbeet obendrauf. Ja, hier gibt es noch einige Pflanzen drin, die möchte ich euch zeigen. Hier gibt es auf jeden Fall Fortschritte. Ja, vorne gab es eine richtige Überraschung. Ja, da habe ich auch ein bisschen was ausgesät, ist auch langsam am Kommen und das zeige ich euch jetzt. Die Pflanzen kennt ihr noch nicht. Hier habe ich ein bisschen ausgesät gehabt, Petersilie, Liebstöckel. Ob das dort wird, mittlerweile fraglich. Hier kommt ein bisschen was, aber ansonsten noch nichts zu sehen. Vielleicht doch der falsche Standort. Vielleicht kommt das auch noch. Dann habe ich hier Thymiansorten, und zwar Kriechthymian. Das ist meine Alternative für die Wege, so gerade so Zwischenräume bei Steinen. Sehr, sehr interessant und man kann da drauf laufen. Ja. Rosa Fliederfarben, Purpur, Zitronig. Das sind so die Überschriften. Ja. Hier ein bisschen was Duftendes, auch was Duftendes und hier steht auch für Quark, Salat und Fisch. Toll. Also den möchte ich ein bisschen Platz geben, vielleicht auch da vorne, um sich breit zu machen. Der soll richtig breit werden, dass ich das mehr im Garten verteilen kann. Also dieses Jahr wird sich da in diesen dreien so keinen Weg gestalten lassen. Aber für die Zukunft auf jeden Fall etwas, womit ich experimentieren möchte. Und da vorne wäre auch so eine Stelle, das würde mir helfen, so überall von den anderen Seiten an die Beete ranzukommen. Ich bin ja generell immer raufgestiegen, aber wenn das dann so ein Thymian ist, auf dem man dann rumlaufen kann, der das ab kann, wunderbar. Ja, dann haben wir hier noch zwei tolle Sorten an Rosmarin. Ne, drei. Oder sind es zweimal die gleichen gewesen? Ne, das sind alles drei unterschiedliche. Das sind übrigens auch Pflanzen vom Wochenmarkt. Ich hatte einen Gutschein. Hier haben wir winterharten Weizhöchheim. So steht es tatsächlich da. Weizhöchheim. Winterharter Rosmarin. Hier haben wir winterharte Blaulippe. Also auch Rosmarin, wie schon erwähnt. Und hier haben wir, ach Blödsinn, das ist, au. Na, wem von euch da draußen ist es aufgefallen, dass Lars da Blödsinn redet? Also hier haben wir Lavendel. Lavendel, die Sorte Ashdown Forest. Gut, okay. Das ist das Beet. Hier übrigens toller Boden, der sich entwickelt. Also bin mal gespannt, was da nachher dann reinkommt. Ja, aber das war's von hier. Dann geht's rüber. Hier sind die ersten Zwiebeln zu sehen, also an verschiedenen Stellen schon. Also hier der und da und da und so weiter, aber das ganze Geschichtchen hier gefällt mir nicht. Der Boden ist nicht schön an dieser Stelle. Ich weiß, da fehlt noch einiges. Da werde ich noch mal locker machen und das Ding wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Bodenleben kriegen und noch ein bisschen Unterstützung. Bei den Erdbeeren sieht es super aus, wie ich finde. Die kommen dann langsam. Das sind die, die ich nebenan aus dem Beet geholt habe. Ah, hier ist so ein bisschen was Trockenes, werde ich nachher noch abknapsen. Und diese kleine Einsame hier, die werde ich dann auch noch mal einpflanzen. Also hier haben wir überall Erdbeeren und wenn die ein bisschen größer sind, dann wird hier auch gemulcht. Und in dem Bereich habe ich ja jede Menge Beeten, Beeten im Beet, ausgesät. Da habe ich rote Beete, gelbe Beete, was auch immer das da gibt. Das ist bunte Beete und das habe ich hier überall verteilt. Von dort könnt ihr nichts sehen, dafür kommt ihr jetzt mal näher ran.
So, hier könnt ihr das wunderbar erkennen. Da kommt auf jeden Fall was raus. Hier auch ein kleines Pflänzchen. Das sieht mir ganz verdächtig aus. Und so gibt es hier überall so kleine Pflänzchen, die schon rauskommen. Aber für einen Überblick ist das halt noch zu wenig. Die Vögel sind laut. Ah ja, ich gucke auch nicht hin. Immer wenn ich hingucke, dann hören sie auf. Also das natürlich mitkriegen. Wunderschön, oder? Oh, ich finde die Artischocken, die geben richtig was her. Also die durch den Winter gekriegt zu haben, echt wunderschön. Ich dachte, die geben irgendwann auf, ich muss die rausreißen oder so. Aber hier vorne habe ich die Sommergerste, die sieht echt prächtig aus, richtig schön. Hier überall die Kresse, auch wunderbar ankommen. Das könnt ihr auch von da sehen. Wenn das Ganze größer ist, werde ich euch das auch wieder zeigen. An dieser Stelle habe ich richtig was vergessen. Die Sonnenfalle hier gibt es nämlich eine riesen Überraschung. Hier hat sich eine Pflanze breit gemacht, die ich letztes Jahr so schnell da nicht weg hatte. Und somit habe ich jetzt überall hier im Beet den Koriander selbst ausgesät. Also hier zähle ich unzählige Pflanzen. Ich schätze, müsste allein in dem Bereich hier, glaube ich, 100. Also wer Koriander braucht, bei mir in der Nähe wohnt, ihr könnt mich gerne mal anhauen. Ja, sollte kein Problem sein, hier Koriander dann weiterzugeben. Ja, und da vorne habe ich nur ein Oregano, das schiebt immer irgendeine Wühlmaus die ganze Pflanze wieder nach oben. Das ist sehr spannend zu beobachten. Ja, vielleicht Epizentrum. Haben die Wühlmäuse unten ihren Hauptsitz? Könnte ich ihnen nicht verdenken. Ist ja auch hier echt richtig schön warm. Hier oben auch Koriander, Koriander, Koriander. So, Lieben, hier vorne ist ja nicht viel zu sehen. Aber die, die mich natürlich schon länger verfolgen, wissen, was sich hier drunter verbirgt. Was ganz Spezielles, etwas, an dem ich mich auch megamäßig erfreue, was ich bald ein Jahr hier im Garten habe oder generell hier habe. Ich glaube, ich habe die recht spät dann hier ins Beet gesetzt, aber ja, was habe ich denn da? Die liebe Banane, die gute Banane. Na, ich habe das hier mal freischnauze eingepackt. Normal macht man das mit so riesen Sachen. Und ja, gestern habe ich da mal runtergeguckt und war echt überrascht, denn ja, kann genug sein, ich zeige es euch. Da guckt euch das an, die Banane lebt noch, da ist sie und sie ist ordentlich nach oben geschossen, hat bestimmt so an die 10 cm gekriegt, das heißt hier oben muss ich ein bisschen aufpassen, die soll natürlich nicht kaputt gehen, begrenzt werden, also hier kommt ein bisschen was drauf, wird aber weiter abgedeckt, da warte ich aber lieber noch bis nach den Eisheiligen, dass keine Frostgefahr mehr ist. Ja, wunderschön. Banane kommt durch. Nur, dass sie das einmal noch mal kurz gesehen hat. Auch alles am Schießen. Ich habe die Scheibe weggemacht. Hier habe ich den Feldsalat. Der geht auch in die Blüte. Ja, hier nasche ich nach wie vor. Wird immer wieder ausgedünnt und kommt nach, kommt nach, kommt nach. Also das bleibt weiter unberührt. Und hier echt ganz toll zu erkennen. Die Zwiebeln kommen, Zwiebeln kommen. Also jede Reihe hat mittlerweile auf jeden Fall Zwiebeln, die rauskommen. Das freue ich mich. So langsam falle ich vom Knochen wieder. Es wird richtig warm. Ich habe, als ich angefangen habe, geguckt, 25 Grad im Schatten hier bei mir im Garten. Ich weiß gar nicht, wie das so warm sein kann. 20 wurde noch angesagt. Nein, hier ist es immer besonders, besonders warm, habe ich das Gefühl. Und die Stelle da vorne ist natürlich nicht ausschlaggebend für jede Stelle im Garten oder dem Gesamtklima. Es ist halt nur eine Stelle. Ja, von den Hochbeeten wollte ich nochmal zum Baum kommen, denn der fehlt noch. Ja, und dann möchte ich auch nochmal drüber zum Podest. Ja, der entwickelt sich prächtig. Das zeige ich euch auch von nah. Oh, wie schön. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Überall im Apfelbaum fängt es an zu blühen. Die Blätter kommen. Die ja sowieso schon davor. Aber ich glaube, ich darf mich auf den einen oder anderen Apfel freuen. Wenn sie mir nicht gerade durch den Frost dann irgendwie nochmal abhanden kommen. Aber ja, kommt halt so, wie es kommt. Ob wir vielleicht bis zu den Eisheiligen noch durchhalten, wird sich dann zeigen. Er ist im gesamten Jahr ein wenig komisch geworden, aber hat jetzt noch mehr Charakter als vorher. Oh, wie schön, wie das hier überall wächst. Oh, das wird ein spannendes Jahr mit dem Apfelbaum. Ich war sehr zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Eine Mordsarbeit hier auf langen Höhen mit einer kleinen Astserie die Sachen dann runterzukriegen. Vor allem, wenn man echt ein gutes Stück durch muss. Ja, aber am Ende bin ich super zufrieden und kann in diesem Jahr bestimmt auch Äpfel erwarten. Ja, hier drunter ist noch ein Beet, da hatte ich ja immer die Zucchinis. Werde ich dieses Jahr wohl wieder so machen, eine super Stelle. Da werde ich allerdings noch natürlich alles freimachen, umgraben. Ich habe auch das Gefühl, dass überall diese ganzen Stein- und Totholz-Geschichte ein bisschen untergehen an diesem Ort. Deswegen, das werde ich ein bisschen für vorne gewinnen. Dann habe ich wieder neue Rohstoffe für andere Beete, beziehungsweise hier nebenan habe ich auch noch was vor. Das ist auch eine super Überleitung zum nächsten Thema, denn ich habe ja angekündigt, ich habe noch einiges vor. Und vorne gibt es Beete vorzubereiten, das Beet gibt es vorzubereiten, hier in dem Bereich mit der Bank. Und ja,
hier die ganzen Geschichtchen, hoffe ich dann irgendwie mal wegzuarbeiten. Hier liegen noch Äste und so rum vom Baumschnitt. Also da gibt es halt noch ein paar Sachen, die auf mich warten. Ich freue mich aber riesig drauf. Bei mir ist das eher so, dass mein Körper gerade nicht nachkommt. Denn jetzt das Video wird wohl das letzte sein, diese Woche, was ich so proaktiv mache. Ansonsten werde ich rumflitzen, mich erholen. Körperlich bin ich durch gerade. Ich habe viel mehr Freude an den Sachen, als dass der Körper da so hinterherkommen kann. Aber Ruhe und Erholung ist ja auch was Schönes. Und da freue ich mich jetzt auch ganz besonders drauf. Vor allen Dingen so ein schöner, warmer Tag wie heute. Über 20 Grad, die Hängematten hängen auch. Da werde ich bestimmt noch reinfinden. Nun gut, ja, was wollte ich euch noch zeigen? Wollte ich euch noch die Weide zeigen? Ja, die Weide zeige ich euch noch. Beim Podest war ich noch nicht wirklich bei. Die Weide wächst. Die habe ich auch ab und zu mal mit Wasser versorgt. Jetzt nicht im Großen, aber ein, zweimal habe ich da schon gegossen. Oder zwei, dreimal. Hier vorne ist Topinambur im Boden. Der wird sicherlich auch kommen. Da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Ja, hier den Bereich ein bisschen frei machen. Ist ja generell recht eben. Vielleicht kann ich das gleich mit so einem Handrasenmäher dann begleichen. Und ja, Weide wächst und wächst und wächst und wächst und so langsam kommen wir auch in den Bereich, den ich ja vorhatte. Ich möchte ja hier was Schönes konstruieren. Na, mit welchen Teilen ich das mache. Ja, schau mal einer, guck. Da hatte ich gerade noch einen Zaungast, der mir Steine vorbeigebracht hat. Zwei Parzellen weiter die Richtung, hat ein bisschen Steine über. Ihr habt den auch im Hintergrund gehört. Also wo war ich denn gerade? Hier war ich gerade. Er hat mich abgelenkt. Ich habe noch ein Fugenhäuschen gekriegt, ein bisschen reparaturbedürftig, habe ich mir angeschaut. Super für unsere Zwecke. Ja, und hier habe ich angefangen mit diesen Geschichtchen. Und zwar habe ich ja vor, das alles ein bisschen miteinander zu verbinden. Wer da irgendwie Erfahrung hat, wie man das in dieser Weise verbindet. Ich weiß, es gibt Tutorials und Videos, aber jetzt wirklich sowas, weil hier ist Spannung drauf, hier ist Druck, hier, bing. Ich hatte das schon mal ein bisschen zusammen, aber es ist wieder auseinandergegangen. Ja, aber ansonsten alles schön am Wachsen. Ich habe ja auch verschiedene Weiden hier drin und ich möchte hier so ein bisschen was Schönes schaffen, ein bisschen was Künstlerisches mit Fenstern und wie auch immer. Das ist der Bereich. Aber hat keine Priorität. Bei mir haben erstmal die Beete Priorität. Deswegen hinten der Wohlfühlbereich auch noch nicht so viel Zuwendung gekriegt. Wobei ich jetzt die letzten Tage ordentlich aufgeräumt habe im Bunker. Da habe ich super viel Zeit verbracht. War nämlich sehr, sehr stürmisch hier. Mir ist auch das Dach vom Foodchain-Stand schon wieder weggeflogen und er ist auch umgeflogen. Das sind so Sachen, die habe ich noch nicht gemacht. Ne? Den muss ich echt mal sturmsicher machen. Ich hatte jetzt unten Steine, aber es hat diesmal nicht gereicht, weil der Wind aus der falschen Seite kam, der fiese Ostwind. Na gut, das soll es von hier gewesen sein. Ein Schmankerl habe ich noch und zwar geht das jetzt in die Richtung rüber. Drei Parzellen weiter. Oh, wie das duftet. Dieser Baum, der lenkt mich immer ab. Das ist ein Kirschbaum beim Herbert. Oh, ich glaube, ich würde hier den ganzen Tag dran stehen und riechen, wenn das mein Garten wäre. Oh, wie schön. Ja, Gewächshaus. So, hier möchte ich mich jetzt gar nicht so lange aufhalten. Da gibt es Pflänzchen. Sieht super viel, super toll aus. Hier hatten wir auch Gewächshausparty. Ne? Also die Wühlmäuse waren da. Mais wurde geklaut. Hat ihn geschmeckt. Aber ist immer noch genug für mich übrig. Deswegen no problem. Ja, und hier habe ich Bekia. Komm mal ran. Richtig schön. Kohl und Tomaten und Physalis und Chili und noch ein Nöcher. Da haben wir noch Artischocken und ja, sieht doch alles toll aus. Ich bin super zufrieden. Das ist jetzt das, was ich euch hauptsächlich zeigen möchte, geht aber gleich noch hinter mir. Ich mache es auch kurz, haben wir gerade erst gehabt. Die Folge wird schon super lang sein, ich kenne mich. Und was haben wir denn hier Schönes? Die Tomate Zuckerbusch, die möchte ich nicht vermehren durchs Ausgeizen. Das ist eine Buschtomate, das heißt, die braucht alle ihre Blätter. So sehe ich das auf jeden Fall, deswegen habe ich die hier alle einzeln. Bei anderen Tomaten, wie hier, da gibt es noch die Martina, das ist eine frühe Tomatensorte. Deswegen habe ich auch noch mal einzeln. Physalis, Artischocke. Da haben wir noch Chili, Jalapeno, Physalis. Hier ganz toll die Tomatensorten. Hier habe ich dann immer nur eine Pflanze. Das ist das, wovon ich rede. Wenn wir nachher durchkommen, werde ich über die Geiztriebe dann neue Pflanzen gewinnen. Dadurch spare ich hier Platz. Mach's mir einfach. Ja, und dann haben wir hier Kohlrabi Azurstar. Das sind genug für mich, definitiv. Rosenkohl sieht schon toll aus. Die Prunkwinde. Paprika, Cube Orange, Paprika, Giant sagt man nicht, Gigant. Und noch ein paar Tomatensorten.
die ich geschickt gekriegt habe. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hier nebenan größtenteils auch unverändert. Ne? Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und auch nochmal überflogen. Der Mais sieht super aus. Hier gibt es auch noch Mais. Aber ihr könnt sehen, wo die Pflänzchen fehlen. Also hier wurde richtig was rausgeholt. Ja, der Mais von Nils, da wurde auch was rausgeholt. Da werde ich nochmal nachsehen. Ist ja noch nicht zu spät. Dann haben wir hier Zucchinis. Und da hinten nochmal Zwiebeln. Und hier dann noch die Luffergurke, die kriegt dann auch nochmal einen Pott. So, jetzt wird mir das aber richtig zu warm. Oh, bei 33 Grad und schön luftigen Klamotten schwitze ich mal wieder dahin. Ja, bevor ich hier jetzt noch aufgehe, werde ich mir das jetzt drüben gemütlich machen, das Hemd ausziehen, Mikro ab und so weiter und so fort. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage tschüss, euer Lars. Oh, gießen muss ich noch. Schön, dass er hier solche Platten eingebaut hat. Seine gieße ich natürlich mit. Ich bin natürlich kein Egoist. Macht er bei mir nämlich auch. Ein ganz lieber Mensch, der Herbert. So, hier haben wir auch nochmal. Na, wer hat eine Ahnung, was da passiert? Warum so? Warum gieße ich nicht von oben? Die Erde ist fluffig und locker und durch die Kapillarwirkung zieht sich das Wasser sowieso nach oben und das wird von alleine feucht. Also es wird sich hier alles von alleine durchfeuchten. Sehr vorteilhaft, was der Herbert hier gebaut hat. Na, wer das nachmachen will, was hat er hier? Folie, ein Vlies und dann hier diese, was sind denn das, Gewebematten da, die man auch gegen Unkraut nimmt. Oh, ist die Tonaufnahme eigentlich drauf? Bitte, 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 bitte. Ja. Es war ganz schön lang, Leute. Hier habe ich richtig lange dran gesessen diesmal. Einige Unterbrechungen gehabt. Ach, Blödsinn, warum schraube ich das denn ab? So. Ich habe Feierabend. Tschüss, tschüss. Ach so, hier, schönes Wochenende habe ich vergessen, ne? Habt ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter, ab in den Garten mit euch. Gartenarbeit macht so viel Spaß im Moment. So, und weg.